Willkommen zu einem neuen Unboxing News Video und ja, diesmal geht es um die CES 2017 in Las Vegas, die ja im vollen Gange ist, und da haben einige Hersteller neue Modelle vorgestellt und unter anderem hat Asus ein neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt, das Zenfone 3 Zoom, das auf der Rückseite mit einer Dualkamera kommt. Und ja, leider steht der Preis noch nicht fest, aber es hat einige interessante Spezifikationen. Mit dem Asus Zenfone 3 Zoom wurde auf der CES 2017 ein interessantes Mittelklasse-Smartphone vorgestellt. Interessant deshalb, weil auf der Rückseite eine Dualkamera verbaut wurde. Ja, hier hat Asus zwei Kameras mit unterschiedlicher Brennweite, eine mit 25 mm und eine mit 59 mm verbaut und damit soll dann ein optischer 2,3-fach Zoom möglich sein. Die Asus Zenfone 3 Zoom kommt mit einer 5,5 Zoll Full HD AMOLED Display mit 1920x1080 Pixel Auflösung. Es ist ein Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core Prozessor verbaut und ja, dieser wird mit 3 oder 4 GB RAM unterstützt. Der interne Speicher ist je nach Variante 32, 64 oder so sogar 128 GB groß und mit einer MicroSD-Karte kann man das bis auf 2000 GB erweitern. Und jetzt zur Kamera. Auf der Rückseite ist eine Dualkamera mit 12 MP Auflösung mit Sony IMX362 Sensor und einer 1,7 Blende und mit 1,4 Mikrometer große Pixel, Tri-Tech Autofokus und Dual-LED-Blitz und OIS verbaut. Dazu gibt es dann noch eine zweite 12 MP Zoom-Kamera. Und auf der Vorderseite ist eine 13-Megapixel-Kamera mit Sony IMX214 Sensor und einer 2,0er Blende und Screenblitz verbaut. Der Akku hat eine Kapazität von unglaublichen 5000 mAh. Als Betriebssystem kommt Android 6.0.1 Marshmallow mit Zen UI 3.0 zum Einsatz. Und ja, weiter sind noch Fingerabdrucksensor auf der Rückseite verbaut, WLAN 802.11, Bluetooth 4.2, Wi-Fi direkt, Dual-SIM, GPS, RGB, GLONASS und BDSS zum Lieferumfang des Asus Zenfone 3 Zoom. Die Maße und Gewicht betragen 154,3 x 77 x 7,99 mm bei 170 Gramm. Also ja, ein ziemlich großes Mittelklasse-Smartphone mit geringem Gewicht. Und ab Februar soll das Asus Zenfone 3 Zoom verfügbar sein. Preis, wie gesagt, noch nicht bekannt. Aber es dürfte ein wirklich interessanter Mittelklasse-Smartphone sein. Und ja, ich nehme mal an, dass es so um die 300-400 € kosten wird. Und ja, wenn man das Ganze zum Beispiel bei Gearbest noch bestellen kann, dann wird es nochmal um einiges günstiger. Also da kann man sich freuen. Ein wirklich tolles Smartphone. Ja, auch findet man schon auf YouTube verschiedene Videos über die Asus Zenfone 3 Zoom und da sollte man sich ein wenig umschauen und ja, die Videos anschauen, denn es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Smartphone, das da Asus auf den Markt gebracht hat und ab Februar verfügbar ist. So, das war's auch schon von diesen Unboxing News über die Asus Zenfone 3 Zoom und ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal.